immensely. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine verehrten Damen und Herren. Menschen in Europa und Deutschland sind sich durchaus einig, einen Ganzkörperschleier als zivilisations- und frauenfeindlich zu betrachten. Die Mehrzahl der Muslime aber trägt gar keine Burka oder keinen Niqab. Betroffen ist nur eine verschwindend kleine Minderheit. Das Kopftuch hingegen ist viel weiter verbreitet und auch bei uns sichtbar, und auch das Tragen dieser religiösen Kopfbedeckung bewegt gelegentlich die Gemüter. Aber auch Frauen ohne Kopftuch können überzeugte und praktizierende Muslime sein. Der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Herr Sofuglu, äußerte hierzu, es sei besser, auf die Moscheegemeinden einzuwirken, statt Verbote zu erlassen. Warum äußert er das? Warum hat er damit auch recht? Der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, wie auch schon zitiert, hat die Verbote der Vollverschleierung in Belgien und Frankreich bestätigt. Aber trotzdem ist gerade in diesen Ländern die Zahl der Burka- oder Niqab-Trägerinnen keineswegs zurückgegangen und auch nicht rückläufig. Und die Terrorgefahr ist seit dem Erlass der Gesetze in diesen Ländern sogar noch gestiegen. Es gibt daher den von Ihnen dargestellten kausalen Zusammenhang keineswegs. Aber unsere Gesellschaft wird weiter gespalten und Hass auf alles Fremde weiter geschürt. Der vorliegende Antrag wird mit dem Schutz der Individual- und Freiheitsrechte, der inneren Sicherheit und dem staatlichen Ziel der Sicherheit des gesellschaftlichen Zusammenlebens begründet. Dieses Ziel wird mit dem Verbot der Vollverschleierung jedoch gerade nicht erreicht, wenn wir in unsere Nachbarländer gucken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier schleicht ein Wolf im Schafspelz durch unser Hohes Haus. Motiviert ist der Antrag nämlich nicht aus den aufgeführten Gründen, sondern, wie die Antragsteller in der Presse bereits lanciert haben, da lag der Antrag nämlich schon vor, bevor wir den auf den Schreibtischen hatten, und wie es auch eben bestätigt worden ist, als Maßnahme gegen die kulturelle Landnahme. Diese Begrifflichkeiten sind uns auch schon bekannt, und zwar aus einer Zeit, die mehr als 60 Jahre oder 70 Jahre zurückliegt. Sehen Sie wirklich eine Gefahr für unser Land durch 300 Muslime? Es geht hier nämlich einmal mehr darum, den Islam in Deutschland zu stigmatisieren. Die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes haben aufgrund der selbst erlebten Geschichte und den Erfahrungen mit nationalsozialistischem Gedankengut ganz zu Recht in unserem Grundgesetz formuliert. In Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ganz bewusst wird nicht auf die Würde der Deutschen abgestellt. Und in Artikel 4 Grundgesetz wird die Freiheit des Glaubens als unverletzlich festgestellt und die ungestörte Religionsausübung gewährleistet. Jetzt fragen wir uns, wenn wir tatsächlich eine Gefahr für unsere innere Sicherheit sehen, wie können wir diese gewährleisten? Wie können wir tatsächlich die Unterdrückung muslimischer Frauen verhindern? Und wie können wir unser Zusammenleben sichern? Mit Sicherheit nicht mit Verboten, die diese verschwindend geringe Minderheit von Frauen weiter ins Abseits stellt und ausgrenzt, sondern durch Angebote zur Integration, durch Kommunikation und durch Respekt vor dem Fremden und durch Solidarität in der Gemeinschaft und durch Toleranz. Meine Würde als Mensch gebietet es mir, solchen Anträgen, die auf Diffamierung und Hetze ausgerichtet sind, entgegenzutreten und nicht weiter zu unterstützen. Wie können wir sonst sicher sein, dass wir nicht selbst irgendwann zu den Minderheiten gehören, die nicht in das nationale Gedankengut der AfD passen und gegen die sich dann die Angriffe richten? Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Dietje. Als Nächste rufe ich auf die Kollegin Katrin Helling-Plaa von den